Und das ist einfach ein Pteranodon. Oh, der hat mich angegriffen. Oha. Und großes Croc. Wo kam das denn jetzt her? Ja, und schon beginnt Versuch Nummer 2. Mittlerweile ist es auch Tag, aber der Pteranodon kreist da immer noch. Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass der zusammenarbeitet mit dem Deinosuchus, deswegen halte ich mich da auf jeden Fall von den fern. Ich muss aber auch tatsächlich eine Landwanderung machen, weil ich gerne in diesen See kommen möchte, der halt keine Wasseranbindung hat. Und das Beste ist halt, wenn man klein ist, weil dann ist man noch relativ schnell zu Fuß unterwegs. Und los geht der Fußmarsch. Ja, wir sind zum Glück echt schnell unterwegs. Und die Ausdauer scheint auch einigermaßen gut zu halten. Ich sollte wahrscheinlich eher in den Büschen laufen, dann bin ich ein bisschen getarnt. Ich glaube, das wird richtig, richtig knapp. Bin noch nicht mal ansatzweise da und mein Trinken ist jetzt schon so weit unten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Oh, mein Trinken ist jetzt schon rot. Das wird doch niemals was. Das ist noch so ein weiter Weg. So, ich sprinte jetzt durch. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir verbrauchen jetzt alles an der Ausdauer. Und dann sehen wir, ob wir überleben werden oder nicht. Okay, ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir schaffen das auf keinen Fall. Ich habe gerade mal die Hälfte der Strecke jetzt geschafft. Oh, hier ist irgendwas vor mir. Wir schaffen es leider halt wirklich nicht mal ansatzweise. Das ist echt schade. Krieg nicht mal mehr das Wasser zu Gesicht. Ich dachte, vielleicht ist es hier hinterm Hügel. Ist es aber nicht. Erlöse mich bitte. Tu es. Erlöse mich. Das war's mit uns. Schade, schade. Nur um euch das mal ganz kurz auf der Karte zu zeigen. Water Access ist hier, da bin ich gespawnt. Und ich bin von hier losgelaufen und muss hier hin, zu dem See. Und ich hätte einfach an dieser Stelle aus dem Wasser gehen müssen. Dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Aber ist jetzt so, ich würde sagen, wir gehen dafür jetzt in den Sumpf. Das klingt doch auch nicht schlecht, oder? Oh mein Gott. Okay, geht ja richtig gut los. Im Sumpf auch direkt gefressen. Und noch ein Versuch. Diesmal sind wir wieder im Sumpf. Und wir haben eine sehr gute Tarnfarbe. Also ich versuche jetzt echt versteckt zu bleiben und gerade andere Dinos zu meiden. Ich glaube, die größte Gefahr geht halt immer von Artgenossen aus. Und ich denke mal, wenn ich ein bisschen gewachsen bin, werde ich auch kleinere Dinos angreifen. Also das wird wahrscheinlich eine Kannibalenfolge werden. Gott, hier sind auf jeden Fall größere Dinos. Aber ich glaube, hier ist es zu flach für die. Also hier können die auf jeden Fall nicht mehr schwimmen, das ist ganz gut. Und ich hatte hier vorhin auch irgendwo Futter gerochen. Direkt vor uns irgendwo. Oh, hier vorne liegt ein Fisch. Aber der sieht echt verdächtig aus. Ein bisschen Angst, dass hier noch irgendwas anderes ist. Ich meine, warum sollte der sonst hier rumliegen? Einfach so. Ich höre auch was. Ja. Da ist ein anderer Dino. Der ist größer als ich. Ah, das ist natürlich ein Problem. Direkt vor mir liegt noch ein Fisch am Ufer. Das ist schon wieder so verdächtig, ne? Oh, ich habe richtig Angst, dass jetzt hier gleich irgendwie ein Dino kommt. Aber ich werde versuchen zu essen. Kann halt gut sein, dass hier einer oben am Land ist oder so. Okay, das hat gut geklappt. Bin jetzt relativ voll gefuttert. Tauchen wieder unter und gucken uns erstmal um. Und jetzt würde ich sagen, verstecke ich mich irgendwo und dann versuche ich erstmal ein bisschen zu wachsen. Was ist das denn hier vor mir? Ah, das sind Wildschweine. Guck mal, wie klein ich dagegen bin. Ist halt echt riesig.
Na, damit kann ich mich auf jeden Fall nicht anlegen. Wir haben die Nacht zum Glück überlebt, aber wir müssen uns jetzt dringend Frühstück suchen. Aber wir sind erst bei 18% Wachstum. Also viel ist das noch nicht. Aber ich glaube, der Dino dauert auf 5 Stunden, damit er ganz auswächst. Also da haben wir noch einiges vor uns. Die größte Gefahr sind natürlich Artgenossen. Deswegen muss ich immer vorsichtig sein. Die können halt hier überall rumschwimmen. Wir sind auf jeden Fall in der Migration Zone. Das ist sehr gut. Das heißt, die ganzen Pflanzenfresser kommen her. Vielleicht können wir einen erlegen. Das wäre super. Weil dann können wir die Organe essen und uns eine perfekte Diät verschaffen. Oh, da vorne ist so ein Fisch. Das wäre auch ein schönes Frühstück. Oh, wie schnell ist der? Der schwimmt ja übel schnell weg. Das wird schwer, den zu erlegen. Oh, krass. Seit wann sind die so schnell? Hä, okay. Da kommt man hier gar nicht hinterher. Da kann man ja nur hoffen, dass er so irgendwie festbackt oder so. Ich glaube, der hat sich selber umgebracht. Ist einfach an Land geschwommen. Jetzt liegt er da. Okay. Ein geschenkten Gaul. Schaut mal nicht ins Maul oder so, ne? Heißt es? Frühstück wurde serviert. Tötet er sich jetzt auch wieder selbst? Nee. Aber er schwimmt wieder so schnell weg. Also ist doch buggy, oder nicht? So komisch waren die Fische vorher nicht. Ja doch, jetzt hat er sich auch umgebracht. Das sind einfach Selbstmordfische. Aber das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn da ein toter Fisch mal liegen sollte, heißt es nicht unbedingt, dass den jemand erlegt hat. Oh, das ist ein Bipi. Oha. Bin leider nicht erwischt. Da hinten schwimmt er weg. Wie er über mich rüberspringt. Bin leider wieder nicht erwischt. Ah, der ist halt super flink. Was hört sich dann, als wenn er irgendwas planscht? Oh. Da vorne liegt ein anderes Croc. Ja, dann kommt wohl wieder die Nacht. Ich werde dann versuchen, mir nochmal so einen Fisch zu suchen oder sowas. Und dann die Nacht wieder zu chillen. Man kann jetzt übrigens auch Mutationen lernen, also seinen Charakter so ein bisschen verbessern. Das findet man hier. Und da habe ich jetzt schon was gelernt, nämlich schnellere Schwimmgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, wann ich hier die nächsten Sachen freischalte. Aber bestimmt, wenn ich noch ein bisschen wachse. Und dann können wir unseren Dinosuchus auch noch ein bisschen mehr verbessern. Können wir denn mittlerweile die Fische schlucken? Nee, noch nicht. Noch sind wir zu klein. Ich bin jetzt übrigens bei 37% Wachstum. Ich habe da gerade einen Raptor gehört. Oh, die Fische machen aber nicht mehr viel. Die sind ganz schön schnell aufgegessen. Ich glaube, wir müssen bald mal was Größeres erlegen. Oh, hier ist irgendwas ganz nah. Ah, was ist das? Kann es leider nicht zuordnen. Klingt aber nach Pflanzenfresser. Irgendwo hinter den Büschen hier. Ich muss halt immer noch gucken, dass nicht andere Dinos hier angezogen werden von dem Geräusch, die mich dann wegsnacken von hinten. Da muss man immer echt vorsichtig sein. Und da hört man sie auch schon. Bin ja echt neugierig, ne? Ich will gerne wissen, was das ist. Ich sehe halt nichts, obwohl ich die Geräusche halt echt irgendwie
als sehr nah einschätze. Ja, der Sumpf ist echt cool. Der sieht optisch halt echt schön aus. Aber ich finde, es ist super schwer, hier Beute zu finden. Weil wenn die keine Geräusche von sich geben, dann sieht man die halt gar nicht, weil hier halt so viele Pflanzen und sowas sind. Das ist schon gar nicht so einfach. Ich habe es mir auf jeden Fall einfacher vorgestellt. Aber selbst wenn jetzt ein Dino wäre, ich würde ihn halt wahrscheinlich gar nicht sehen. Ich höre die ganze Zeit Raptoren. Ich werde mir jetzt mal diesen Fisch schnappen. Und leg den mal hier ans Ufer. Okay, ich dachte gerade, er fliegt weg. Aber eventuell kommen die ja vorbei. Also ich glaube, ich muss mich halt jetzt mal ein bisschen auf die Lauer legen. Da die Fische ja so sterben. Oh, da ist schon einer. Okay, ich hab ihn. Ich war übelst auffällig. Ich habe mich echt doof bewegt. Aber ich hatte relativ viel Glück, dass er da im Baum hängen geblieben ist vor Panik. Schütteln wir mal die Organe raus. Und das vermutlich nicht viel bringt. Und jetzt habe ich eher die Organe verschwendet, ne? Ja, seine Kumpels sind da vorne auch noch. Ich hoffe, die haben das nicht mitbekommen. Ah, ich glaube, die anderen kommen leider nicht mehr. Was ist das überhaupt für ein Blutgespritz aus meiner Schnute vorne? Irgendwas ist da verbuggt, oder? Wie crazy die Nachtsicht aussieht. War das schon immer so? Ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern. Aber ist irgendwie ganz cool. Es ist stockduster jetzt hier. Bin trotzdem noch auf der Suche nach Nahrung. Und meine Schnute spritzt immer noch. Also da ist immer noch Blut, was daraus spritzt. Immer wenn ich mich bewege. Oh, das ist ins Wasser gesprungen. Mini-Croc. Ah, ich töte das aber nicht. Na, du Süßer. Du darfst leben. Wärst du ein bisschen größer, hätte ich dich getötet, weil ich Hunger habe. Ach, da vorne ist noch ein kleines Croc. Kuckuck. Keine Sorge, ich fress dich nicht. Ist aber ein anderes kleines Croc, das ist nicht das gleiche. Na, willst du kuscheln? Ja, da sind auf jeden Fall mehrere Dinos. Oh, ein Teno ist da. Ich glaube, den kann ich aber nicht ins Wasser ziehen. Ich glaube, die kämpfen da halt. Das sind, glaube ich, Raptoren, Kanus, ein Teno. Oha. Ja, ich kann halt jetzt hier nur warten und hoffen, dass einer ins Wasser fällt oder so. Oh, da ist was ins Wasser gefallen. Oh, der war zu schnell. Das war ein Raptor, glaube ich. Da vorne ist er. Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Mein Zuschnappen hat irgendwie nicht funktioniert. Oh, wie traurig. Es ging irgendwie erst viel zu spät raus. Kann sein, dass mein Maul halt verbuggt war. Gegen irgendwas, das hat man ja manchmal leider. Hätte ich vielleicht unter Wasser erstmal testen sollen, so ein Mist. Aber hier liegt auch eine Leiche, ne? Na guck mal, hier liegt ein Fisch.
Vielleicht kann ich ja den Raptor damit nochmal herlocken. Sieht so seltsam aus mit diesem spritzenden Blut. Oh, da kommt was. Meinte, den kann ich schon packen? Ach, Mist. Ich war zu langsam. Ich glaube halt auch nicht, dass ich den schon tragen kann. Also ich wiege aktuell 2,1 Tonnen. Ich weiß halt nicht, wie schwer so ein ausgewachsener Cerato ist. Der ist, glaube ich, schon komplett ausgewachsen, oder? Oh, da hinten ist noch was. Geht's ja richtig ab. Oh, es sind aber 3, 4 Stück. Oh, wenn ich da einen Fehler mache, werde ich totgehackt, oder? Das kann ich nicht ausprobieren. Das ist mir zu riskant. Ah, warum sind das auch so viele? Let's go. Ah, Mist. Ja, das Wasser ist hier leider viel zu flach. Deswegen hat das nicht funktioniert. Ja, die trinken an einer guten Stelle. Aber ich glaube, die sind auch viel zu groß für mich noch. Jetzt habe ich natürlich Nahrungsinhalt verloren. Darüber habe ich nicht nachgedacht. So ein Mist. Ich glaube, hier wird gekämpft. Vielleicht fällt ja irgendwas ins Wasser gleich. Wir beobachten auf jeden Fall. Es dürften, glaube ich, die Ceratos sein, die mich gerade auch attackt haben. Das klingt halt echt böse. Ah, die kämpfen gegen den Stego. Okay, krass. Ich würde es halt echt gern beobachten, aber leider sind die hier hinter so einem Hügel. Ich glaube, die haben den erlegt. Sonst würde ich nicht so rumschreien. Man nennt mich auch Bloody Tooth. Das Croc, was Blut spuckt. Das ist schon ein cooler Bug. Ich würde, glaube ich, jetzt mal eben gucken, ob die was übergelassen haben von dem Stego, den sie gekillt haben. Eventuell kann ich da ja noch was absnacken. Ich rieche mal kurz. Da ist auf jeden Fall noch ein Symbol. Versuch mal kurz hier über den Hügel zu schauen. Die Leiche liegt da. Ja, was soll's. Wir riskieren's. Na, Organe haben die vermutlich rausgesnackt. Ah, sieht so aus. Egal. Dann habe ich jetzt dreimal die gleiche Diät. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja, ich habe sogar aufgegessen. Sehr gut. Bisschen Platz im Magen lasse ich noch. Das ist okay. Aber jetzt nichts wie zurück ins Wasser. Oh, guck mal, da ist ein Dibbel. Ich hoffe, der kommt zum Wasser. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, der läuft da einfach nur in die Richtung. Ah, die gehen aber leider nicht trinken. Oh, hier ist auch ein anderes Croc. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Liegt auch auf der Lauer. Ich glaube, es hat mich auch nicht bemerkt. Oh Gott. Schnell weg hier. Es war auch ein ganz kleinen Ticken größer als ich, glaube ich. Oh, da ist ein Croc gerade über mich geschwommen. Ich war gerade kurz rausgetappt. Oh Gott. Ich habe mich richtig erschreckt. Das hat mich, glaube ich, nicht bemerkt. Ich bin aber halt auch gerade in einem sehr gefährlichen Gebiet. Ich glaube, hier halten sich viele Crocs auf. Ja, da schwimmt schon das nächste. Oh,
Oh nein, große Crocs. Oh nein, 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 nein. Wir müssen um unser Leben schwimmen. Die wollen mich. Oh Gott. Ja, die wollen mich definitiv. Ich weiß leider nicht, was der beste Weg ist. Hauptsache erstmal weg. Ist immer noch hinter mir. Boah, so ein Mist. Ich gehe mal hier an Land. Ich schnapp gleich zu. Wir kämpfen. Wir sind halt leider zu zweit. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh Mann, ey. Eins haben wir. Nein, da sind wir gestorben. Ah, so ein Mist. Ja, haben wir es leider nicht geschafft, ganz auszuwachsen. Aber es dauert halt auch mit dem Dino-Suchus wirklich, wirklich lang. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch gerne den Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.